Willkommen also heute zur ersten Folge von Paths of Exile in der Harbinger League. Die League ist jetzt seit knapp etwas über drei Stunden online und es gibt wohl noch ein bisschen Schwierigkeiten, die ganzen Leute auf die Server zu lassen. Jetzt erstmal den ersten Charakter angelegt in der neuen League. Also, willkommen am Strand. Erstmal ein Blick auf die neue Challenge League und ich habe schon die erste Errungenschaft bekommen. Ja, also das Unforgettable ist jetzt automatisch schon freigeschaltet worden, weil ich halt mit den anderen Charakteren schon die ganzen Memory-Fragmente anscheinend gefunden habe. Wobei ich mir nicht sicher war, dass ich wirklich schon alle gelesen haben soll. Aber mal sehen, vielleicht ist es auch einfach eine falsche Freischaltung. Ja, ansonsten hier unten seht ihr auf jeden Fall schon mal die neuen Achievements, die mit dazugekommen sind. Ich glaube, es waren vorher irgendwas um die 80 und jetzt sind es über 100, also es sind 120 wohl ziemlich genau. Und ja, von hier an, was? Stimmt doch überhaupt nicht. Ja, wie ihr seht, sind hier noch die ganzen Meldungen aktiv, weswegen das mit dem Aufnehmen wahrscheinlich im Moment noch nicht so sinnvoll ist, zumindest nicht für die Lore-Sachen. Weil das ist natürlich mit 10 Akten jetzt wahrscheinlich ziemlich nervig, weil das wird noch eine ganze Weile dauern, bis die einmal von allen oder einmal von jemandem durchgespielt sind und dann solche Meldungen nicht mehr kommen. Naja, ich glaube, hier sind Sachen erledigt, die eigentlich noch nicht erledigt sind. Ah genau, Cruel und Merciless habe ich eben im Hardcore noch nicht, weil das sind jetzt die Änderungen. Statt eben das ganze Spiel in Cruel oder Merciless geht durchzuspielen, geht es jetzt nur noch um das Labyrinth. Okay, das ist ja nett. Also ich habe den Locomancer natürlich schon vorher mal geschafft, aber die Waypoints sind jetzt auf jeden Fall zurückgesetzt. Ebenso die ganzen Sidequests und das All Ears. Mal sehen, das heißt, wenn ich meine Lore-Aufnahmen fertig habe, sollte ich auf jeden Fall hier 520 Aufnahmen, also 520 Dialoge in irgendeiner Form aufgenommen haben. Bin ich mal gespannt, wie das alles klappt und dann das Environmental Lore, also irgendwas, was ich halt in den Areas selber finde und dann mir anhören kann. So, das, was ein bisschen schade ist, ist eine Sache, die jetzt eben deutlich leichter ist, weil jetzt muss man Malakai nur noch mit einem Charakter killen und ich habe mir extra vorher die Mühe gemacht in der letzten Challenge League, den mit allen sieben Charakteren oder mit denen, die mir noch gefehlt haben, zumindest einmal zu töten und damit zumindest das Normal bis Akt 4 durchzuspielen. Gut, also ich bin sicher, dass ich das Eternal Labyrinth eben, wie ich es ja im letzten Video schon gesagt habe, noch nie gespielt habe. Das heißt, dass die ja jetzt schon vervollständigt sind, ist schade, weil das ist in der Form nicht korrekt. Weil ich denke, das ist eigentlich die letzte Stufe vom Labyrinth. So, und hier beginnt dann eben die neuen Herausforderungen. Das heißt, Templar Dominus hat jetzt auch ihr eigenes Achievement bekommen und so weiter. Das heißt, hier sind eine ganze Menge. Okay, ein paar davon sind auch wieder eben noch auf Maps und so weiter, also noch weiter höher. Abaxot hat jetzt auch noch ein eigenes Achievement, wenn man den mal getötet hat. Bei den Forsaken Master bin ich gespannt. Also mal sehen, ob in dem Solo Self-Found es jetzt möglich ist, trotzdem den Leo Master of Arena zu hoch zu leveln oder ob ich dazu letztlich dann einen normalen Charakter spielen muss. Allerdings ist es auch kein Problem für das Achievement, weil ich brauche ja nur 7 und es sind ja insgesamt 8 Master, von daher ist das auch kein Problem, das Achievement trotzdem zu erreichen. Hier ist Pantheon Power, okay, das ist natürlich jetzt noch nicht freigeschaltet. Ich bin mal gespannt, wann dieser Dialog tatsächlich kommt. Und der Sharper hat natürlich auch ein eigenes Achievement bekommen. Und eine Escandency-Class zu machen, die Breachlord. So, die erste Herausforderung ist natürlich, dass man eben einen von diesen Harbingern dann wirklich erledigen soll. Das nächste ist, ähnlich wie bei der anderen Challenge League, dass man die Currency-Items einsetzen soll. Da hat sich jetzt nichts Neues geändert. Dann Root Shadow. Mal sehen, welcher das genau ist. Ob das jetzt ein spezieller Rouge Exile war, das bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ansonsten eine Wahlzeit-Area clearen, das ist auch kein Problem. Dann hier wieder mit Songboxen, das ist glaube ich bei dem anderen genauso gewesen. Auch für die Vendor-Recipients, das war ziemlich ähnlich. So, das ist natürlich wieder eben passend zur League, dass eben die verschiedene Haarbringer insgesamt gekillt werden sollen. Anscheinend haben die eben besondere Spezialisierung auf einzelne
ja, Schadensarten. Und das lässt sich dann auch kombinieren. Mal sehen, wie viele von denen dann insgesamt gleichzeitig verwendet werden. Wahrscheinlich je Stufe umso schlimmer wird das. Wahrscheinlich bis einer dann alle fünf auf einmal einsetzt, aber mal sehen. Dann, es gibt neue Encounter, die entsprechend angepasst sind. Allerdings, die sind jetzt noch relativ einfach zu erfüllen. Okay, dann jetzt hier die ersten fünf Akte einmal durchspielen und letztlich die finalen Akte sind, die finalen Bosse sind es jeweils, die sind dann zu erledigen. Hier die gesamte Liste der Unique Monster, oder beziehungsweise die Unique Monster sind ja wieder speziell. Mal sehen, wann und wo die genau auftreten. Ich hoffe mal, das sind irgendwelche Monster, die direkt in den einzelnen Leveln auftauchen und die ich nicht speziell suchen muss oder irgendwelche Bereiche farmen muss, das sieht man zufällig auftauchen. Gut, das hier sind die Nebenquests. Der Maroon Miner ist in Fargrace, dann The Way Forward ist die Passage wieder zu öffnen. Und Gambling Legend ist das, wo man der Gambling Queen ihre Ribbonspool, glaube ich, wiederbringt. Ja, 500 Monster killen, die der Harbinger da herbeiruft. Die 1000 Rare Monster sollte auch ziemlich automatisch erfolgen, einfach indem ich nach und nach immer weiterspiele. Und hier sind dann schon mal die Hauptgötter. Soweit ich weiß, waren drei von den Göttern die Hauptgötter, wo man eine Fähigkeit aktivieren kann und dann die anderen vier sind Nebenfähigkeiten, wovon auch eine weitere jeweils aktiviert werden kann. Mal sehen, wie gut es dann hilft, letztlich auch im Endgame zu bestehen. Gut, dann eben wieder eine Auswahl von den Wahlbossen aus den Areas. Wahrscheinlich auch ein paar von den neuen Areas mit dabei, weil ein paar neue haben sie auf jeden Fall mit verteilt. Gut, dann hier einfach eben 100 Unique Items identifizieren, das ist auch kein Problem. Hier weitere Encounter. Gut, Inner Treasure, das taucht halt irgendwann auf. Tree Essences ist auch schon, kann man direkt finden. Living Blood ebenfalls. Echoungschreien ist einer von den sehr seltenen, aber das lässt sich auf jeden Fall finden. Und dann, okay, Monster, die von dem Tournament Spirit berührt sind und diese kleine grüne Feuerchen drüber haben. Aber das sind alles Sachen, die man während des Spiels fast nebenbei erledigt. Die müssen nicht so gezielt normalerweise gemacht werden. Dann hier eben die Aktbosse aus dem zweiten Teil von Akt 6 bis 10, die wahrscheinlich auch entsprechend schwierig sind. Ich bin mal gespannt, ob die dann genauso schwierig zu erledigen sind wie vorher in den höheren Schwierigkeitsstufen im vierten Akt. Ansonsten bei den Schwierigkeitsstufen ist es so, dass bis Akt 5, sobald man Akt 5 durchgespielt hat, kriegt man den 20% Malus und sobald Akt 10 abgeschlossen wurde, gibt es nochmal den 40% Malus für die zweite Schwierigkeitsstufe obendrauf. Ab dann wirkt es sich aber überall im Spiel aus, also egal welche Area man dann verwendet, ist der Malus überall aktiv, auch wenn es zunächst am Anfang nicht aktiv war. So, dann ein paar Currency-Items. Okay, das sind jetzt neue Currencies, die ich dann einsetzen soll. Von allen weiß ich noch nicht genau, welche das sind. Zwei davon sind auf jeden Fall in der Lage, Maps zu verändern. Einmal die Map auf einem gleichen Tier-Level zu verändern oder die Map, glaube ich, sogar ein Tier höher zu legen und das dann im gleichen Strang zu benutzen. Ja, hier muss ich jetzt nur 6 Master auf Level 6 bringen, während in den Achievements ich dann Level 7, also beziehungsweise 7 versagten Master auf Maximum Level, also maximal auf Level 8 bringen muss. Mal sehen, ob ich diesmal wieder in der Lage bin, wie bei der letzten League, zumindest alle außer Zana und natürlich außer Leo tatsächlich auf Level 8 zu bringen. Vielleicht klappt ja sogar Leo, dass ich da ein paar Punkte und ein paar Level machen kann. So, dann, ja, das, was ich beim letzten Mal schon nicht geschafft habe. Essenzen, die ich noch gar nicht gefunden habe. Dann Harbingers in der Map zu erledigen. 100 Stück. Das klingt überschaubar. Jetzt aber mal sehen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die überhaupt in den Maps auftauchen. Und weil mindestens 100 Maps werden es auf jeden Fall und je nachdem wie selten die sind, sind es natürlich dann einige mehr. Dann, okay, Diviner Strongbox kann man einfach so finden. Perandus muss dann letztlich extra die Perandus Mod letztlich aktiviert werden über Sana. Und dann ist die Frage, die Trophäe habe ich ja glaube ich in dem anderen schon gar nicht gefunden. Also wahrscheinlich erst in den höheren roten Maps, dass man überhaupt eine gute Chance hat, die dort dann zu erwischen. 100 Unique Beyond Demons. Ja, das dauert eine Weile.
Bloodline Pack mit Voidspawn, das ist zumindest noch überschaubar, weil der zumindest irgendwann sicherlich auftaucht. Ist dann halt nur die Frage, ob man den selber dann wahrscheinlich auch killen muss, damit es als erreicht gilt. Und dann 50 Splinter. Wenn man da ein paar Breaches gefunden hat, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Das ist eher, also ich glaube, der Perandos drauf ist wahrscheinlich der, der am schwierigsten zu erreichen ist, weil der eben vom Zufall abhängt. Während die Beyond Demons ja zumindest noch gezielt gerufen werden kann, wenn man Maps mit dem Mod dann über Zana startet. Gut, ein Large Hideout ist sowieso wichtig, damit die Master gut gelevelt werden können. The Pale Conceal, da habe ich noch keine Ahnung, wo das eigentlich genau ist. Beim Pale Conceal hatte ich immer angenommen, das würde sich um die Hall of Grandmasters handeln. Aber das sind ja eigentlich die Player-Charakter, die hier eingereicht wurden, die dann ziemlich anstrengend sind. Zumindest dann, wenn die, wenn man da mit Level 90 reingeht und die dann schon Level 97 bis 100 dann haben und irgendwie eine Aktivität an den Tag legen, die für mich dann ziemlich ungesund endet. Und ja, The Federal Lord, ein bisschen Queen, das sind eher dann welche von den Prophecies. Das heißt, wahrscheinlich muss man hier bestimmte, also zumindest die Pale Conceal Prophecy wahrscheinlich machen. Oder zumindest verschiedene Prophecies-Linien zu beenden, um genau diese vier zu erwischen. Wie man die Breach Lords killt, das weiß ich immer noch nicht, weil keine Ahnung, wie man es schafft, die so lange offen zu lassen, dass die tatsächlich auftauchen. Aber wahrscheinlich hat diese Länge von diesen Breach-Karten gar nichts damit zu tun, wann so ein Lord auftaucht, weil ich hatte es ja auch schon, dass die in dem normalen Breach auftauchen kann. Das heißt, theoretisch muss man das gar nicht in den Breach-Maps machen, sondern man kann das eventuell wahrscheinlich über normale Breaches erreichen, vorausgesetzt man schafft es dann, diesen Unique, der dort auftaucht, dann zu killen. Ja, genau, das ist das SMDC-Device und dafür alle vier Labyrinthe abzuschließen. Also da bin ich mal gespannt, vor allem wann ich überhaupt reinkomme, weil ich glaube, die Zugangsvoraussetzungen, ich weiß gar nicht, ob ich die noch erfüllen muss oder ob ich, sobald ich die ersten sechs zumindest gefunden habe, dass ich diesen besonderen Schlüssel da nicht mehr brauche. Ifid the Harbinger Map Boss in Area of Level 5. Keine Ahnung, inwieweit die vom Level her dann variieren und inwieweit, also ob das dann normale Maps sind, in denen zufällig ein Harbinger mit stattfindet und irgendwie den Boss ersetzt oder unterstützt. Oder ob die eigene Maps noch mitbringen. Also mal sehen, was da genau auf mich wartet. Gut, dann unidentifizierte Rare Maps. Das hat beim letzten Mal schon ganz gut geklappt. Bis T10 bin ich ja da schon gekommen. Level 90 wieder zu erreichen ist auch okay. Level 20 Gem. Ja, hier ist dann schon die Pentanion Powers, eben von den sieben Göttern insgesamt dann fünf Stück auf Maximum upgraden. Also die haben zwei oder drei zusätzliche Eigenschaften, wo man halt dann Kräfte von irgendwelchen Map-Bossen letztlich einsammeln muss. Okay, hier dann die Twin-Maps, wo dann eben zwei Bosse erledigt werden müssen und dann 8 Mods, also das gleiche wie beim letzten Mal. Ja, dann auch wieder eben 12 Unique Maps abzuschließen. Hier Map-Bosse erledigen. Immerhin ist es nicht einfach nur Maps zu clearen, sondern einfach nur Bosse zu erledigen. Das heißt, die Twin-Maps würden dann im Idealfall schon mindestens zwei mitbringen und wenn die Map natürlich noch mehr Bosse hat, umso mehr. Da wäre natürlich die Sana Tainted Paradise oder wie das heißt, sehr, sehr praktisch, weil ich glaube, da sind fünf oder sechs Map-Bosse. Und ja, mal schauen, wie schnell dann tatsächlich da der Counter hochgezogen werden kann. Luring Abyss, keine Ahnung, ob ich diese Challenge League einen Charakter schaffe, der in diesem Bereich so das Endgame erledigen kann, ebenso wie den Sharper dann natürlich. Das wären auf jeden Fall noch neue Bereiche, in die ich auch diese League wieder versuche vorzustoßen. Und hier jetzt die richtigen Herausforderungen, das heißt bei bestimmten Endbossen oder bestimmten Bossen darf ich nicht von bestimmten Fähigkeiten getroffen werden, überhaupt nicht. Keine Ahnung, inwieweit es gelingt, denen dann auszuweichen und sie schnell genug erledigen, bevor sie einen ständig mit dem Zeug behaken. Also mal sehen, wie schwer diese Encounter tatsächlich dann zu erreichen sind.
Also zumindest muss ich nur dafür sorgen, dass ich keinen Schaden davon bekomme. Das heißt, ein Evasion würde ja zumindest helfen, dass wenn ich schon das Zeug nicht vermeiden kann oder aber dann zumindest nicht getroffen werde, eventuell. Aber mal sehen, ob das so realistisch ist. Und dann natürlich die Endgame Guides, wieder die Guardians, Queen Asiri, Eternal Labyrinth, dann die Beachhead Map vervollständigen. Die klingt mir ziemlich unbekannt. Also das ist zumindest anscheinend ein neuer Endgame Guide. Und dann natürlich das Pale Conceal, wo entsprechend 200 erledigt werden sollen. Das müsste dann auch alles wahrscheinlich einfach mit den Prophecies zusammenhängen. Das heißt, diese Ketten müssten dann mehrfach durchlaufen werden. Also auf geht's. Ich nehme euch jetzt so weit mit, bis ich meinen ersten Harbinger erledigt habe. Und dann reicht das sozusagen als Einstieg für die erste Folge. Hey, das könnte der erste Harbinger sein. Da ist er, tatsächlich. Aber er kann nicht direkt erledigt werden. Sondern nur diese komischen Dinger, die er herbeiruft, können erledigt werden. Der erste Harbinger ist erledigt. Die erste Challenge ist geschafft. Und er hat etliche Chats hinterlassen. Gut, die sind noch bekannt, die konnte man so auch schon erzeugen. Aber der erste Binding Chat für ein Orb of Binding. So, damit habe ich jetzt auch die erste Challenge abgeschlossen. Von den 40, die noch kommen werden. Ja, und das war der erste Harbinger mit Flame Blast. Und ich habe sogar 15 seiner Summons erledigt. Habe gar nicht gemerkt, dass die alle von ihm waren. Gut, die Rare Monster waren jetzt 3 Stück. Und was ich ja unglaublich finde, ich habe schon 5 Map-Bosse erledigt. Dabei war ich ja... Ja, eben noch gar nicht in Maps unterwegs, aber anscheinend gelten hier die normalen Bosse. Also hier habe ich Hillock erledigt, hier habe ich den Frosty erledigt, die Feuerfury. Ja, stimmt, es sind tatsächlich schon 5. Hier war das Wilde Rohr und hier war der Necromancer. Also gelten da auch die normalen Karten schon mit dazu. Also dann ist es ja ziemlich easy. Dann kann man den ja ziemlich schnell farmen, indem man einfach in die Alpen zurückgeht. Oder jeder zählt nur einmal, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass 1337 verschiedene Bosse existieren, die man alle erledigen müsste. Und das wäre auch, glaube ich, ein ziemliches schwierig, die alle erwischen zu müssen. Also kann man das wahrscheinlich ziemlich leicht grinden, wenn das jetzt einfach so schon relativ schnell klappt. Gut, also soweit heute der Start in die Harbinger League und ja, die Erledigten kann man dann ausblenden lassen. Aber ich möchte sehen, was ich alles schon abgeschlossen habe und mal sehen, wann ich mit leuchtenden Augen hier durch die Gegend rennen kann. Also soweit die erste Challenge abgeschlossen und euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß mit der Harbinger League und ja, mit dem vielen neuen Content, der in den verschiedenen Akten noch zu entdecken ist und mal sehen, was uns da demnächst noch alles erwartet. Also, bis demnächst wieder. Tschüss!